Art Attack? Das ist Art Attack. Jetzt kommt Art Attack. Herzlich willkommen bei Art Attack, eurer großen Kunst- und Bastelshow. Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige, ganz leicht auch selber machen. Also, los geht's mit Art Attack. Lust auf ein bisschen Zauberei? Kein Problem. Spinnenbein und Krötenfuß, Rattenschwanz und Schneckenmus, Hokus Pokus, Fidibus. Ha, von wegen Krötenfuß. Keine Angst, hier drin brodelt kein gefährlicher Zaubertrank, sondern hier drin befindet sich einfach der Müll aus meinem Zimmer. Ein bisschen altes Papier und, oh, eine alte kaputte Socke. Wow, stark, oder? Ein Hexenkessel-Papierkorb. Mit dem macht sogar das Aufräumen Spaß. Wollt ihr auch sein? Kein Problem. Besorgt euch als erstes einen großen Luftballon und blast ihn auf. Den aufgeblasenen Luftballon klebt ihr mit dem Knoten nach unten in eine große Schüssel, damit er euch nicht davonfliegt. Als nächstes mischt Bastelkleber mit Wasser und pinselt mit der Klebermischung den gesamten Luftballon ein. Darauf legt ihr Zeitungspapierschnipsel. Über die Zeitung könnt ihr immer wieder mit der Klebermischung drüber pinseln. Und auf diese Art und Weise bedeckt ihr den ganzen Luftballon bis unten zur Schüssel mit mehreren Lagen Pappmaché. Wenn ihr fertig seid und das Pappmaché richtig schön hart geworden ist, dann könnt ihr den Luftballon mit einer Schere vorsichtig kaputt schneiden. Jetzt nehmt die Luftballonreste raus und das Ganze sieht so aus. Als nächstes schneidet einmal rundherum den Rand oben ordentlich ab, damit das Ganze eher aussieht wie ein Kessel. Und weiter geht's. Unser Kessel braucht natürlich einen schönen Rand. Dafür rollt ihr eine möglichst lange Wurst aus Zeitungspapier. Die legt ihr oben an die Öffnung und klebt sie außen mit Klebeband fest. Geht so einmal rund um die Öffnung und klebt immer wieder Klebeband an die Zeitung, bis es ungefähr so aussieht. Für die Hexenkesselfüße schneidet ihr eine leere Küchenrolle in drei gleich große Stücke. Dann stopft in jedes Stück an ein Ende einen Zeitungspapierball. Den klebt ihr mit Klebeband fest. Jetzt klebt die Füße mit dem anderen Ende unten an den Kessel. Achtet darauf, dass die Füße alle den gleichen Abstand voneinander haben, denn sonst wackelt euer Kessel später. So bekommt euer Hexenkessel drei Standbeine. Vorne auf den Kessel könnt ihr noch eine echte antike Plakette mit euren Initialen kleben. Die bastelt ihr ganz einfach aus Pappkarton. Für den Henkel klebt links und rechts jeweils ein Pappdreieck an den Kessel. Dann braucht ihr einen langen Zeitungspapierhenkel, möglichst schmal. Und den klebt ihr von dem einen Pappdreieck bis auf die andere Seite zum zweiten Pappdreieck. Um den Hexenkessel richtig stabil zu machen, mischt noch ein bisschen Bastelkleber mit Wasser und pinselt damit den Kessel komplett ein. Darauf legt ihr Küchenpapierschnipsel und verpasst so dem Kessel eine Schicht Pappmaché. Drückt das Küchenpapier mit eurem Pinsel schön in alle Ecken und Ritzen, sodass der Kessel eine tolle Oberfläche bekommt. Lasst euch ruhig Zeit dafür, umso schöner sieht er später aus. Wenn ihr damit fertig seid und alles getrocknet ist, sieht euer Hexenkessel-Papierkorb so aus. Er ist richtig hart und fertig zum Anmalen. Benutzt dazu Wasserfarben oder Plakatfarben. Ihr
könnt die Farbe richtig dick auftragen. Dieser Kessel wird erstmal komplett schwarz grundiert. Vergesst nicht, auch die Innenseite anzumalen. Wenn die Grundierung trocken ist, nehmt euch einen harten Pinsel und streicht zum Beispiel silberne Farbe ganz leicht über die Oberfläche, so dass man die schwarze Farbe immer noch durchscheinen sieht. Schon sieht es aus wie eine echte metallische Oberfläche. Manchmal bekommt Metall im Alter einen sogenannten Grünspan, also pinselt noch etwas grüne Farbe oben drüber. Der fertig angemalte Hexenkessel-Papierkorb sieht jetzt aus, als wäre er aus uraltem Eisen geschmiedet. Vorne auf der Namensplakette habe ich den Buchstaben, die Schrauben und den Rand besonders hervorgehoben. Und natürlich habe ich auch die Innenseite komplett angemalt. Jetzt fehlt nur noch der Deckel für unseren Papierkorb. In diesem Fall natürlich die giftige Hexenbrühe. Nehmt euer großes Lineal und messt damit den Durchmesser der Kesselöffnung ab. Die Größe des Durchmessers übertragt ihr auf ein Stück Pappkarton. Macht zuerst einen waagrechten Strich in der richtigen Länge und teilt diesen mit einem senkrechten in genau der gleichen Länge. Jetzt habt ihr ein Kreuz in der richtigen Größe und daraus könnt ihr einen Kreis machen, der genau die gleiche Größe hat wie die Öffnung des Hexenkessels. Diesen Kreis schneidet ihr aus und probiert gleich mal, ob er auch wirklich oben auf euren Kessel passt. Als nächstes ein Hexenkochlöffel. Schneidet dazu die Form eines Löffelstiels aus Pappe aus und malt sie silber an. Dann knickt das Ende um und klebt mit Klebeband den Löffelstiel auf den Pappkreis. Jetzt überlegt euch, was für eine Brühe ihr in eurem Hexenkessel brauen wollt. Knüllt zum Beispiel ein paar farbige Servietten oder farbiges Seidenpapier zusammen und klebt das Papier mit Bastelkleber auf den Pappkreis. Wenn ihr mehrere verschiedene Farben benutzt, sieht es aus, als ob ein richtiger Zaubertrank in eurem Kessel blubbert. Bedeckt so den gesamten Pappkreis mit Seidenpapier oder Servietten. Und klebt alles richtig gut fest. Und jetzt noch ein paar gruselige Zutaten. Zum Beispiel zwei angemalte Tischtennisbälle, die aussehen wie Augäpfel. Oder wie wär's mit Pfeifenreinigern? Bunte, glitschige Würmer, die in eurem Zaubertrank schwimmen. Ihr könnt natürlich nehmen, was immer ihr wollt. Zum Beispiel ein paar gruselige Plastiktiere. Lecker. Jetzt könnt ihr ihn irgendwo in eurem Zimmer aufstellen und schon verschwindet Hokuspokus all der Müll und alles, was ihr nicht mehr braucht, in seinem Inneren. Deckel zu und fertig. Schon kann sich kein Erwachsener mehr über eure Unordnung beschweren. Stark, oder? Probiert's einfach selbst. Bastelt euch euren eigenen Hexenkessel-Papierkorb. Oh, was für eine schaurig schlaue Idee. Hallo, ich bin's wieder, euer Schlaukopf. Für so einen Hexenkessel-Papierkorb? Stellt einen großen Luftballon in eine Schüssel und bedeckt ihn mit 1 bis 2 Schichten Pappmaché aus weißem Bastelkleber und Zeitungspapierschnipseln. Wenn alles getrocknet ist, lasst den Ballon platzen und schneidet die Kante ordentlich zu. Klebt eine Zeitungswurst oben als Rand rund um den Kessel. Schneidet eine Küchenpapprolle in Stücke. Steckt einen Zeitungsball in jedes Stück und klebt sie als Füße unter den Kessel. Klebt eine Namensplakette auf. Der Henkel wird aus einer dünnen Zeitungswurst mit Klebeband an 2 Pappdreiecken links und rechts am Kessel befestigt. Jetzt kommt noch eine Schicht Pappmaché über den ganzen Kessel zum Versiegeln. Wenn alles getrocknet ist, malt ihn schwarz an und pinselt etwas Silber und Grün darüber. Für den Deckel schneidet ihr aus einem Pappkarton einen Kreis, der genau in die Kesselöffnung passt, aus und klebt einen Papplöffelstiel drauf. Für den brodelnden Zaubertrank klebt zerknüllte Taschentücher, bemalte Pingpongbälle, Pfeifenreinigerwürmer, Plastikspinnen und Käfer auf den Deckel.
Fertig ist euer Hexenkessel-Papierkorb, in dem Hokuspokus all euer gruseliger Müll verschwindet. Ich persönlich bin ja schon viel zu alt, um an solchen Hokuspokus zu glauben.